Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Ehrengäste, liebe C3-Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen C3 Awards in Spe, aber bald ist es soweit. Mein Name ist Werner Ratzer, ich bin der Leiter der ÖFSA, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Ich darf Sie namens aller C3-Organisationen sehr herzlich zur diesjährigen Verleihung des C3 Awards für hervorragende vorwissenschaftliche Arbeiten und Diplomarbeiten begrüßen. Ich begrüße auch alle jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die via Livestream bei uns heute Abend dabei sind. Die ÖFSA ist neben Baobab, der Frauensolidarität, dem Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik an den österreichischen Hochschulen und dem Paula-Freire-Zentrum eine von fünf Organisationen, die gemeinsam dieses Haus, das C3-Zentrum für internationale Entwicklung, hier in Wien betreiben. Die C3-Entwicklungsbibliothek, in deren Foyer wir uns hier befinden, ist die größte öffentlich zugängliche Bibliothek für internationale Entwicklung, Frauen, Gender und globales Lernen in Österreich. Die Bibliothek ist für alle interessierte Personen frei zugänglich und wir haben hier im Haus eben auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen zu diversen Themen der internationalen Entwicklung, Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit während des Jahres. Natürlich in den letzten 12 Monaten etwas eingeschränkt durch die Corona-Pandemie. Ja, meine Damen und Herren, wenn es überhaupt noch eines Beweises bedurft hätte, dass wir in der einen Welt leben, dann war die Corona-Pandemie, die wir in den letzten 12 Monaten durchlebt haben, jener Beweis, den es vielleicht gar nicht mehr gebraucht hätte, um eben einzusehen, dass es für die Bewältigung der globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, internationaler Kooperation, internationaler Zusammenarbeit bedarf. Dafür braucht es Information, kritisches Denken, Reflexion, aber eben auch vor allem Bewusstseinsbildung. Und vor diesem Hintergrund haben wir vor mittlerweile beinahe 6 Jahren uns entschlossen, hier im Haus diese Initiative zum Thema vorwissenschaftliches Arbeiten im Bereich der internationalen Entwicklung zu starten und eben auch einen Preis für hervorragende Arbeiten, die sich mit internationalen Themen befassen, zu vergeben. Und das ist uns vor allem ein Anliegen, weil wir ja mit unseren Angeboten hier vor allem auch junge Menschen ansprechen wollen, angehende Bürgerinnen und Bürger, junge Erwachsene, die ja in ihrer unmittelbaren und längerfristigen Zukunft mit jenen zentralen und großen Herausforderungen konfrontiert sein werden, mit denen wir ja auch heute schon konfrontiert sind. Sei es der Klimawandel, sei es eben so etwas wie eine globale Epidemie, eine Pandemie oder Ähnliches. Insofern hat es uns sehr gefreut, dass auch im heurigen Jahr, genauso wie in den Jahren zuvor, eine große Zahl, aber eben auch eine große Qualität bei den eingereichten Arbeiten vorhanden ist. Sie werden das heute im Laufe des weiteren Abends ja auch noch selbst erleben, dass diese Arbeiten, die wir heute hier auszeichnen, sehr qualitätsvoll, interessant und innovativ sind. Ich möchte an dieser Stelle allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen im Haus herzlich danken, ebenso wie den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirates, die sich die Zeit genommen haben, die Arbeiten durchzusehen und eben auch die heute zu prämierenden Arbeiten auszuwählen. Mein herzlicher Dank geht auch an
die Musiker, Musikerinnen der Musikgruppe Paradiso, die uns schon zum wiederholten Male musikalisch begleiten an diesem Abend. Auch Ihnen dafür herzlichen Dank. Dann darf ich Ihnen abschließend noch die Moderatorin des heutigen Abends vorstellen, Frau Anastasia Lopez. Frau Lopez ist eine in Rom geborene Fernseh- und Radiojournalistin. Sie arbeitete unter anderem für den ORF und produzierte Reportagen für die Zeit im Bild. Derzeit absolviert sie ein Masterstudium in International Relations an der Nottingham Trent University in England. 2020, also letztes Jahr, hat sie für ihre Recherche zu neuen Formen des Terrorismus den Europäischen Journalismuspreis von der Europäischen Kommission verliehen bekommen. Ich freue mich, Frau Lopez, dass Sie die Moderation des heutigen Abends übernehmen und darf damit auch schon gleich an Sie übergeben. Uns allen wünsche ich einen sehr spannenden und schönen Abend und den Preisträgerinnen und Preisträgern, wie auch allen Angehörigen, wünsche ich nach einem aufregenden und vielleicht manches Mal auch aufreibenden Schuljahr einen erholsamen Sommer. Alles Gute Ihnen weiterhin und uns allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Schon beim Reinkommen habe ich gemerkt, da ist eine ziemlich starke Mischung an Gefühlen hier, Vorfreude im Raum. Ich habe von euch gehört, ihr seid ziemlich aufgeregt, sehr viel Energie. Herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Lehrerinnen und Lehrer, die auch heute zusehen per Livestream. Und eine Sache will ich gleich vorweg sagen. Ihr seid heute alles Gewinnerinnen. Egal, was heute Abend quasi passiert, ihr habt es alle geschafft. Ihr habt die Schule hinter euch. Ich habe schon gehört, ihr habt die Matura erfolgreich hinter euch, obwohl die Mathe-Matura, habe ich gehört, besonders schwierig war für manche von euch. Der Sommer steht vor der Tür und jetzt, dieser Abend, soll auch ein bisschen ein Abschluss sein von all dem. Es soll ein Abend zum Innehalten sein, zum Pause machen, auch zum sich bedanken an sich selbst und an alle Menschen, die einen begleitet haben, weil ich glaube, das machen wir manchmal viel zu selten. Einfach mal schauen, was habe ich eigentlich alles geschafft? Und genau dafür sind wir heute auch alles hier. Ihr habt großartige Arbeit geleistet und ihr habt euch getraut, Themen anzusprechen, die schwierig sind, die anspruchsvoll sind, die sehr viel Selbstreflexion brauchen und vor allem manche Themen, die vielleicht triggernd sind, persönlich triggernd für manche von euch. Und umso mehr soll es heute Abend darum gehen, dass ihr Maturantinnen und Maturanten Mut feiern sollt für das, was ihr geschafft habt, für die schwierigen Themen auszusuchen, die Augen nicht zuzumachen und letzten Endes auch Lösungswege aufzuzeigen. Aus diesem Grund haben wir heute ganz besondere Gäste eingeladen, die alle eine unmittelbare Verbindung zum Thema internationale Entwicklung haben. Sie werden die Top 10, ihr seid die Top 10 der besten Arbeiten prämieren. Drei davon erhalten den C3 Award. Unser allererster Gast leitet seit 2018 die Sektion für Entwicklungszusammenarbeit im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Sie hat langjährige Erfahrung im diplomatischen Dienst, war als stellvertretende Direktorin der OSZE für die gesamte Thematik der nachhaltigen Entwicklungsziele zuständig. Sie ist Gründungsmitglied und Obfrau des 1988 gegründeten Vereins Club 0,7% im Außenministerium, dessen Mitglieder sich dazu verpflichtet haben, das UN-Ziel durch privates Engagement zu unterstützen. Wie machen Sie das? Mit 0,7% Ihres Gehalts Mikroprojekte in bisher 64 Länder und Regionen unterstützen. Herzlich willkommen, Botschafterin Desiree Schweizer. Dankeschön und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, nach Monaten der Isolation wieder physisch bei einem Event zu sein. Und dass das der sechste 3C Award Verleihungsevent ist, ist natürlich umso schöner. Mir ist die Auszeichnung aus mehreren Gründen besonders wichtig. Erstens, weil ich mich persönlich noch erinnern kann, was das für eine aufregende Zeit ist, für junge Menschen, anhand bei meinen Kindern, ein Thema auszuwählen,
das nicht vom Lehrplan vorgegeben ist, ein Thema, das zeigt, was einem wirklich am Herzen liegt. Und zweitens natürlich, weil die Themen, die Sie und ihr alle ausgewählt habt, Themen sind, die mich in meiner täglichen Arbeit und das auch schon über Jahrzehnte begleiten. Die Agenda 2030 mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen gibt uns ja das Programm vor, beruflich, privat und natürlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Es geht um ein besseres Leben für alle Menschen auf diesem Planeten. Die Bildung, die euch in den letzten Jahren zuteil geworden ist, hat euch ermöglicht, so tolle Arbeiten zu schreiben. Bildung ist auch ein ganz wichtiges Ziel in der Entwicklungszusammenarbeit, und zwar inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung. Und eine der Arbeiten heute zeigt Punkte auf, wie wir uns im Bildungsbereich auch in Österreich zur Erreichung von SDG 4 noch verbessern können. SDG 5, Geschlechtergleichstellung, ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und das auch von einigen Arbeiten behandelt wird. Es ist auch ein Schwerpunkt unserer EZA-Arbeit. Die Covid-19-Krise hat gezeigt, dass Frauen besonders hart getroffen werden von den Folgen von Covid-19, von der Pandemie. UN Women nennt es die Shadow Pandemic. Es kam zu einem unglaublichen Anstieg von Gewalt an Frauen. Frauen sind in vielen Ländern nicht nur Gewalt ausgesetzt, sie haben, sind vermehrt auch Armut ausgesetzt, sie haben weniger Zugang zu Bildung, sie leisten unbezahlte Care-Arbeit. Die Arbeiten, die ihr ausgewählt habt, beschäftigen sich mit den verschiedensten Themen, unterschiedlichen Kontexten, Frauen in Bezug auf Klimawandel, politische Teilhabe, Gewalt und Diskriminierung im Migrationskontext, und es sind alles Themen, die ungeheuer brisant sind, und ob es jetzt Klimawandel ist, ob die durch Industrieländer ausgelöste Ressourcenknappheit thematisiert wurde, der Weg Chinas zur Weltwirtschaftsmacht oder auch die Ausgrenzung indigener Bevölkerungsgruppen. Ihr habt mit eurem Engagement gezeigt, dass ihr großes Verständnis habt für die Probleme dieser Welt, die alle nicht neu sind, aber immer wieder angegangen werden müssen. Ich darf euch nochmals ganz herzlich gratulieren. Es würde mich freuen für uns als Gesellschaft und für euch, wenn ihr euch weiterhin der Entwicklung widmet, wenn ihr euch weiter der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele widmet und auch versucht, diese Messages hinauszutragen in eurem Umfeld und andere davon, von eurer Begeisterung, mit eurer Begeisterung anzustecken. Ich freue mich auf viele Gespräche. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Unser nächster Gast ist SPÖ-Sprecherin für globale Entwicklung, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und dort Vorsitzende des Ausschusses für Gleichbehandlung und Antidiskriminierung. Seit 2002 ist sie Abgeordnete des österreichischen Nationalrates, Obfrau des Entwicklungspolitischen Unterausschusses sowie Mitglied einer Reihe von anderen Ausschüssen wie Außenpolitik, Menschenrechte, Finanzen und Justiz. Sie absolvierte die Masterstudiengänge Human Rights und Legal Studies an der Donau-Universität Krems. Herzlich willkommen, Petra Bayer. Ja, ich habe, wie ich gelesen habe, um was sich die Arbeiten heuer drehen, ehrlich gesagt sehr gestaunt, weil jedes einzelne Thema, das behandelt wird unter den 10 Prämierten, Desiree hat schon erwähnt, mit denen arbeite ich jeden Tag ganz realpolitisch, ja, sei es, wenn es um Rassismus geht, sei es, wenn es um Diskriminierung von Frauen geht, sei es, wenn es um indigene Menschen geht, sei es um Klimawandel, Sustainable Development Goals, um die wir so umsetzen können. Also ich will nur sagen, das, worüber Sie geschrieben haben in Ihren Arbeiten, ist keineswegs irgendwas Abstraktes oder irgendwas, irgendein Elfenbeinturm. Das ist absolut relevant, politisch relevant. Und auch wenn die Desiree Schweizer die Botschafterin hier unter uns ist, glaube ich, dass Sie alle in Wirklichkeit ganz wichtige Botschafterinnen und Botschaftern in ihrer Peer Group sind, unter ihren Altersgenossinnen und Genossen, weil ich doch merke, dass vielen
es relativ egal ist, was rundherum ist, vielen egal ist, ob in dem, was wir tragen, Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Ausbeutung, Umweltverschmutzung steckt oder nicht. Und ich glaube, dass genau Sie diejenigen sind, die auch die Sprache derer sprechen, die so wichtig sind zu erreichen und wo es so wichtig ist, auch wirklich ein Bewusstsein zu schaffen für die eine Welt, in der wir leben, für die Verantwortung, die man individuell hat, die aber vor allem auch Politik hat. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn viele von Ihnen nicht nur diesen einen Thema, dem Sie sich gewidmet haben, sondern dem Metier ganz generell, der globalen Zusammenhänge, der Verantwortung, die man füreinander hat, treu bleiben würden, wenn Sie da auch weiterhin, sei es jetzt eine studienmäßige oder eine berufliche Laufbahn in diese Richtung einschlagen, weil ich kann Ihnen sagen, es ist wirklich, wirklich oft das Bohren von ganz harten Brettern, das wir da versuchen im entwicklungspolitischen Kontext global, und jede professionelle Unterstützung, wo Menschen mit dem Herz und mit dem Herzblut dabei sind, und den Eindruck habe ich von dem bisschen, was ich gelesen habe über Ihre Arbeiten, brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend, um diese Welt zu einem besseren Platz für alle Menschen zu machen, die da auf ihr leben. In dem Sinne, herzliche Gratulation jetzt schon für nicht nur für die Matura, sondern auch für diese tollen Arbeiten, die Sie da geleistet haben. Und toi, 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 ich hoffe, dass alle von Ihnen schon ein bisschen eine Idee haben, was Sie in Zukunft machen wollen oder werden. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit was auch immer, wohin auch immer Sie Ihr weiterer Lebensweg führt, Sie dort wirklich mit Freude und mit Erfüllung und mit spannenden Herausforderungen konfrontiert sind und Ihr Leben genauso toll meistern, wie Sie Ihre Abschlussarbeiten gemeistert haben. Danke sehr. Vielen Dank. Unser dritter Gast des Abends ist eine Politikwissenschaftlerin, die an der Uni Wien und an der Freien Universität in Berlin und an Peking University studiert hat. Sie war Journalistin, Autorin mehrerer Bücher, unterrichtete Journalismus an der FH Wien und ist seit 2019 Abgeordnete zum Nationalrat und Bildungssprecherin der Grünen. Herzlich willkommen, Sibylle Hamann. Vielen Dank. Ja, Wahnsinn, so schön, dass ich da sein darf. Ich fühle mich euch heute jetzt gerade so nah, nicht nur, weil wir zum ersten Mal wieder zusammensitzen, sondern auch, weil ich gesehen habe, was ihr geschrieben habt. Und da sehe ich an der Auswahl der Themen, dass euch ganz was Ähnliches antreibt, wie das, was mich als Journalistin Jahrzehnte sogar, kann ich inzwischen sagen, angetrieben hat, nämlich, dass man wissen will, was da draußen eigentlich alles ist und was das zu tun hat mit uns und unserem Leben und unserem Alltag. Also das Ferne mit dem Nahen in einen Zusammenhang zu bringen, das ist die große, große Challenge. Und ich spüre das heraus, dass auch ihr das wissen wollt, so wie ich das immer wissen wollte. In dem Sinn super. Der zweite Grund, warum ich mich nah fühle, ist, ich habe inzwischen die Seite gewechselt. Ich bin inzwischen Bildungssprecherin und ich weiß auch, was wir euch angetan haben in diesem Jahr, auch von Seiten der Politik. Ich weiß, dass das alles hardcore war. Ich habe selber auch zwei Teenager, die da auch durch mussten. Das war nicht gut. Das ist eine riesige Leistung, da trotzdem bei sich zu bleiben und auch gleichzeitig bei den anderen zu bleiben und trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren, dass es da auch noch ein ganz, ganz großes Ganzes gibt auf der Welt. Ja, und sich nicht in dieser Isolation zu verstecken und immer noch den Antrieb zu finden, trotzdem rauszugehen und sich für die Welt zu interessieren. Ich hoffe, wir haben das jetzt halbwegs überwunden und geschafft. Und ich möchte mich noch einmal bei euch ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr da mitgemacht habt. Gratuliere euch allen. Ich freue mich riesig schon auf die Preisverleihung. Vielen Dank. Unser vierter Gast ist zugleich unser erstes Video des Abends, wie ihr schon seht. Jakob Meierhofer-Wieser ist seit 2015 Geschäftsführer der Dreikönigsaktion, einer der fünf größten Spendenorganisationen in Österreich, Partnerin der C3 und finanziert jährlich über 500 entwicklungspolitische Projekte in ca. 20 Ländern weltweit. Bei seiner eigenen Matura-Abschlussarbeit war er nicht gar so politisch wie ihr. Er hat damals über die Website-Programmierung seiner eigenen Musikband geschrieben. Und
Nach dem Master in Poverty and Development an der University of Sussex war er Projektreferent für Ostafrika für Bruder und Schwester in Not in Innsbruck. Seine Grußworte kommen jetzt per Video. Liebe Maturantinnen, liebe Maturanten, liebe Eltern und Ehrengäste, liebe Kolleginnen und Kollegen im C3. Es freut mich ganz besonders, dass auch heuer der C3 Award wieder so viele junge Menschen motiviert hat, ihre Abschlussarbeit einzureichen. Es ist super zu sehen, dass die Maturazeit eine Zeit ist, in der man sich um Themen annimmt und mit denen man beschäftigen kann, die uns alle angehen, die für unser Leben auf dem Planeten enorm wichtig sind. Uns als Dreikönigsaktion beschäftigen ja viele der Themen in den Partnerländern, die in den Abschlussarbeiten auch behandelt werden, ganz tragisch und jeden Tag wieder aufs Neue. Aktuell beschäftigt uns das Thema ausbeuterische Kinderarbeit und wie wir sie in unserem globalen Wirtschaftssystem beenden können und die Menschenrechte stärken können. Wer sich hier beteiligen möchte und unser Anliegen teilt, kann das gern auf kinderarbeitstoppen.at tun und natürlich auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen ist es verlinkt. Wen das interessiert, bei uns gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und mitzumachen, sei es das Sternsingen, eine Bildungsreise zu Partnerorganisationen und vieles mehr. Vieles davon ist halt vor allem zu Nicht-Corona-Zeiten möglich, aber auch jetzt könnte man sich schon mal umschauen. Wir freuen uns, wer vorbeischaut, wie gesagt, auf den Social-Media-Kanälen oder dk.at. Dort ist auch meine E-Mail-Adresse verlinkt für alle, die eine Frage an mich haben oder etwas genauer wissen wollen. Ich freue mich über Post. Wegen eines schon länger geplanten Familienurlaubs kann ich heute leider nicht dabei sein, so schicke ich gerne auf diesem Weg meine besten Grüße und Wünsche und gratuliere allen ganz herzlich. Zunächst mal allen, die sich in ihrer Maturaarbeit mit globalen Zusammenhängen beschäftigt haben. Wir brauchen euch als kreative Köpfe für ein zukunftsfähiges Miteinander und mehr Nachhaltigkeit hier in Österreich, in Europa und auf der Welt. Dann gratuliere ich allen ganz herzlich, die heute ausgezeichnet werden. Ihr habt die Jury überzeugt, dass ihr etwas besonders Interessantes, Qualitätsvolles und Kreatives verfasst habt. Und zu guter Letzt natürlich gratuliere ich auch allen, die im Hintergrund zum Gelingen des C3 Awards beitragen. So sage ich noch einen schönen Abend, ein schönes Fest und alles Gute. Ja. Was ist eigentlich der C3 Award? Für all jene, die sich natürlich angemeldet haben, wissen das schon, aber vielleicht für die, die jetzt über Webcam zuschauen, über unseren Stream, wissen das vielleicht noch nicht so genau. Das ist Teil eines Kooperationsprojektes der drei C3-Organisationen VWA im C3. Und das Ziel des Projektes ist, dass entwicklungspolitische Bildung an österreichischen Schulen verstärkt wird. Das heißt, es hat eine unglaublich große Bedeutung für Wissenschaft, Bildung und den Dialog. Im Zuge des Projektes gibt es natürlich unglaublich viele Angebote, Workshops, Veranstaltungen, Themensheets. Aber eins können wir hier natürlich sehen, und zwar, das ist der enorme Medienbestand, um Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer, Maturanten und Maturantinnen, das Lehrpersonal zu helfen, sich kritisch mit Themen der internationalen Entwicklung auseinanderzusetzen. Und weil das so gut funktioniert, ist es jetzt bereits zum 6. Mal so weit, dass diese Auszeichnungen verliehen werden. Dieses Jahr haben 144 Schülerinnen und Schüler mitgemacht aus 74 Schulen. Die meisten Arbeiten dabei sind aus Vorarlberg, Oberösterreich, Tirol und Wien gekommen. Und ich muss wirklich sagen, die Diversität ist unfassbar. Also herausragend Themen rund um Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Wirtschafts- und Ressourcenpolitik, Bildung und globales Lernen, Partizipation an demokratischen Prozessen. Und gleichzeitig haben sich ganz viele von euch mit der eigenen Lebensweise ganz kritisch auseinandergesetzt. Und das ist manchmal nicht so einfach, nämlich wenn es um strukturelle Ungleichheit geht, um globale Machtverhältnisse. Spannend dieses Jahr war vor allem, dass sich sehr viele mit Rassismen auseinandergesetzt haben. Und 30% der Arbeiten haben einen Fokus auf Genderforschung und haben dementsprechend auch genderspezifische Analysen. Um euch jetzt alle ein bisschen besser kennenzulernen, gibt es gleich ein Video, wo ihr uns erzählt, worum es in euren Arbeiten eigentlich geht.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir als Gemeinschaft stehen vor einer folgenreichen Entscheidung. Werden die aktuellen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Prozesse wie gewohnt fortgesetzt, wird unser Spiel mit der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen immer gewagter. Schaffen wir jedoch eine Transformation hin zu Nachhaltigkeit und Gleichstellung, haben Sie die Chance, noch weiter auf unseren Fortschritt aufzubauen und neue Wege zu begehen. Die UN schuf mit der Agenda 2030 und ihren 17 Sustainable Development Goals, auch genannt SDGs, eine Art Handbuch hin zu dieser Transformation und einer nachhaltigen Zukunft für unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder. Meine Arbeit trägt den Titel Die politische Ökonomie des Bergbaus in der Demokratischen Republik Kongo. Das derzeitige internationale Umfeld begünstigt Machtungleichgewichte auf internationaler sowie nationaler Ebene, die sich in Korruption, Ausbeutung und Abhängigkeit manifestieren und diese perpetuieren. Das alles sind Steine, die einer eigenständigen, progressiven, nachhaltigen und an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Entwicklung der Demokratischen Republik Kongo im Weg liegen. Mein Name ist Sabrina Czarnuska und ich habe mir in meiner VBA die Frage gestellt, wie kann es sein, dass China so extrem wirtschaftlich erfolgreich ist? Welche Strategien verwendet es? Welche Pläne hat es? Ich habe mich hauptsächlich auf die maritime Seidenstraße fokussiert, also darauf, wie und welchen Einfluss China über die Handelswege am Meer hat. Ich bin die Johanna und in meiner VWA geht es um die imperiale Lebensweise mit Fokus auf Ernährung und Landwirtschaft. Die imperiale Lebensweise, also dieser Begriff, bedeutet grob gesagt die Herrschaft von bestimmten Bevölkerungsgruppen über andere Bevölkerungsgruppen. Es ist so, dass es in unserer Gesellschaft zum Beispiel Profiteure von der imperialen Lebensweise gibt. Also das sind zum Beispiel hauptsächlich Menschen, die im globalen Norden leben, also zum Beispiel Europa oder Amerika, und die zum Beispiel profitieren aufgrund der billigen Produkte, die uns zur Verfügung stehen. Und dann gibt es aber auch die Ausgebeuteten oder die Menschen, die Kosten für diese ressourcenintensive Lebensweise tragen. Das sind dann zum Beispiel Arbeitskräfte, vorrangig im globalen Süden, die einfach oft sehr schwere, schlecht bezahlte und gefährliche Arbeit verrichten. Hello, my name is Colin Mackey and I wrote my pre-scientific paper on the topic of the neglected aspect of the climate discussion, gender equality. Ich konnte zu Beginn meines Schreibprozesses noch nicht ahnen, wie stark gender equality mit dem Klimawandel zusammenhängt. Dieser Resolution ist mit SDG 4 auch eine Bildungsagenda, die den Zugang zu inklusiver, chancengerechter und hochwertiger Bildung für alle sicherstellen will. Und mit der Umsetzung genau dieser Bildungsagenda bzw. SDG 4 in Österreich beschäftigt sich meine vorwissenschaftliche Arbeit. Auch die Verringerung von Ungleichheiten, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, wurde als Ziel der UNO definiert. Genau an dieses Ziel knüpft auch meine Arbeit an, denn in Chile gibt es nach wie vor keine Gleichberechtigung zwischen den Ureinwohnern und der restlichen Bevölkerung. In meiner Arbeit El Conflicto Mapuche in Chile, Una Lucha que Perdura, grob übersetzt der Mapuche-Konflikt in Chile, ein Kampf, der fortbesteht, beschäftige ich mich mit einem Konflikt, der schon seit Jahrhunderten das Leben von Hunderttausenden Angehörigen des Mapuche-Volks beeinflusst. In meiner Arbeit mit dem Titel Being Black and Being Beautiful habe ich untersucht, inwiefern europäische Schönheitsideale das Leben schwarzer Frauen negativ beeinflussen. Die Wurzeln dieser Problematik sind in der Vergangenheit zu finden. Eurozentristische Schönheitsideale wurden durch das europäische Sendungsbewusstsein in andere Regionen der Welt gebracht. Schon bald galt alles Nicht-Europäische als hässlich und schlecht.
Vom Aussehen wurde auf den Charakter und die Intelligenz geschlossen und so entstand ein eurozentrisch-rassistisches Bild von schwarzen Frauen, welches bis heute Auswirkungen auf ihr Leben hat. Im Verlauf meiner Arbeit ist mir die Auswirkung des diskriminierenden Umgangs auf die Psyche und auf die Identitätsbildung so richtig bewusst geworden. Die UN kämpft nicht nur gegen Ungleichheiten, sondern auch für das Recht auf Gesundheit und Wohlergehen. Es wird zu oft nicht bedacht, dass rassistische Handlungen der Gesundheit eines Menschen auf Dauer schaden. Guten Tag, mein Name ist Lilas. Ich habe die Arbeit Gewalt an Frauen im migrantischen Milieu in Österreich verfasst. Ich persönlich habe oft die Erfahrungen gemacht, dass viele Menschen, wenn sie den Begriff Migration oder migrantischen Milieu hören, sofort an eine arme, ungebildete Person denken, deren Religion der Islam ist. Es muss nochmal festgehalten werden, der Begriff wird oft falsch verstanden, indem die Gesellschaft glaubt, es sei normal, wenn Frauen Gewalt ausgesetzt sind, weil Gewalt ein Teil ihrer Bräuche und Traditionen sei. Nein, es ist nicht ein Teil ihrer Bräuche und Traditionen und es ist nicht normal, wenn eine Frau Gewalt erlebt. Das Thema meiner Diplomarbeit heißt: Warum gibt es Rassismus? Historische, psychologische, politische und soziologische Annäherungen an Erklärungsstrategien von rassistischem Denken. Der Grund für die Wahl für dieses Thema war der aktuelle gesellschaftliche Bezug, aber auch persönlich liegt mir dieses Thema sehr am Herzen, da ich mich in meiner Freizeit dafür politisch engagiere. Retrospektiv betrachtet waren während des Prozesses des Erarbeitens meiner Diplomarbeit viele Erkenntnisse neu. Vor allem, weil ich Rassismus aus persönlicher Erfahrung nur aus der Perspektive des Betroffenen kenne, waren die Einblicke in die Hintergründe und Erklärungen für rassistisches Denken besonders interessant. Hallo, wir sind Yvette, Bianca und Sanja und wir haben unsere Diplomarbeit über das Thema Gender und Gender Equality geschrieben. Unser Titel lautet Die Frau, die nicht existiert und damit wollten wir verdeutlichen, dass sich unsere Diplomarbeiten mit einer nicht homogenen Gruppe auseinandersetzen. Frauen in der mexikanischen Gesellschaft, die sehr vom Patriarchat und vom Machismo geprägt sind, spielen leider jedoch noch immer eine untergeordnete Rolle. Sie erfahren aber zusätzlich zum Sexismus auch noch andere verschiedene Arten von Diskriminierung, beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Ethnie oder ihrer Sexualität. Und deshalb war uns das Thema Intersektionalität und der intersektionale Feminismus besonders wichtig. Ich habe mich in meinem Teil der Diplomarbeit mit genderspezifischer Gewalt und Femizid in der heutigen mexikanischen Gesellschaft befasst. Hierbei war es mir besonders wichtig, einen aktuellen Bezug zu der Corona-Krise zu ziehen, da diese wie ein Katalysator für genderspezifische Gewalt gewirkt hat. Auch wenn das Land, über das wir geschrieben haben, Mexiko, sehr fern scheint, sind die Problematiken doch sehr nah. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Aktualität von Femiziden in Österreich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, jetzt kommen wir schon zur allerersten Auszeichnung des Abends, die es in die Top 10 Shortlist geschafft hat. Ich begrüße hierfür über den Livestream unsere Gewinnerin, weil sie es heute leider nicht nach Wien geschafft hat, aber Botschafterin Desiree Schweizer wird den Preis stellvertretend quasi entgegennehmen. Und eine Ehre. Und die allererste Auszeichnung des Abends geht damit an Sabina Czarnuska mit ihrer Arbeit Aspekte der Wirtschaftspolitik Chinas am Weg zur Weltwirtschaftsmacht, wurde am BRG Innsbruck von Magister Paul Sadiak betreut und genau, Sie können sich quasi einfach runternehmen, wir verschicken es dann per Post, genau, und gleich die Tasche auch mit dazu nehmen, genau, ausgezeichnet. Und dadurch, dass sie heute nicht da sein kann,
hat sie uns aber eine Frage beantwortet, die kommt gleich per Video, nämlich: Was hast du denn am meisten gelernt? Film ab. Danke. Was mir wichtig ist und was ich auch in die Welt hinaustragen und transportieren will, ist, dass man immer kritisch hinterfragen soll, also jede Quelle kritisch hinterfragen soll, sich fragen soll, wie schafft es China, so extrem erfolgreich zu sein, was sind die Wege dahinter und welche Menschen gehen aufgrund des Wirtschaftswachstums quasi zugrunde. Hause, sie schaut uns gerade zu, also einen kräftigen Applaus auch für Sie. Jede Preisträgerin und jeder Preisträger bekommt hier eine Urkunde, einen Gutschein der Südwind Buchwelt und einen Jahresausweis für die C3-Bibliothek. Und ich glaube, das ist fast für diejenigen von euch, die sich weiter mit diesen Themen beschäftigen möchten, auf jeden Fall eines der spannendsten Sachen, die ihr brauchen könntet für euer Studium. Als nächste herausragende vorwissenschaftliche Arbeit wird prämiert Matthias Psilinakis. Du kannst gern auf die Bühne kommen. Der Preis wird überreicht von Petra Bayer und es heißt El Conflicto Mapuche in Chile, una lucha que perdura. Und du wurdest betreut von Jessica Köhlmeier in der Graz International Bilingual School. Und ich habe gleich eine Frage an dich. Du hast ein Interview mit einem Mapuche-Aktivisten geführt und meine Frage an dich wäre, welche seiner Erzählungen ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Also für mich muss ich sagen, er hat mir schon sehr viel erzählt, das war schon ein sehr langes Interview, aber das, was mir am meisten einfach im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie er erzählt hat, wie das einfach tagtäglich so viel Diskrimination gegen sie gibt, also einfach, wenn es einfach kleine Aggressionen hier und da und Kommentare hier und da und einfach, dass man sich im tagtäglichen Leben einfach nicht normal fühlt, das ist mir einfach in Erinnerung geblieben. Danke auf jeden Fall für deine wichtige Arbeit, du kriegst sie quasi gleich mit. Dankeschön. Einen kräftigen Applaus nochmal für die hervorragende Arbeit. Die nächste Urkunde ist quasi ein Geburtstagsgeschenk. Herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag und zur herausragenden VWA an Carmen Merki. Du kannst auf die Bühne kommen. Deine herausragende vorwissenschaftliche Arbeit hast du geschrieben über The Neglected Aspect of Climate Discussion, Gender Equality, am Schloss Traunsee, Borg Schloss Traunsee, mit der Betreuerin Magistra Stephanie Dimas. Und meine Frage an dich wäre, du hast eine Politikanalyse gemacht, du schreibst über die fehlende Repräsentation und Partizipation von Frauen in politischen Entscheidungsprozessen. Wie stark verschränkt siehst du das denn mit der Klimapolitik? Also es fehlt halt wirklich stark der weibliche Aspekt in der Klimapolitik. Also man erkennt fast gar nicht, wie sehr das auch ein eben Gender-Problem ist, weil es auch so ungleich, also es betrifft die Männer und Frauen unterschiedlich. Und insofern, wenn halt Frauen im Entscheidungsfindungsprozess fehlen, dann fehlt halt auch einfach die weibliche Perspektive. Auf jeden Fall. Und ich glaube, der Preis ist damit genau richtig, weil er von Sibylle Hamann überreicht wird. Und das sind ja auch Themen, die Sie sehr viel beschäftigt haben. Herzliche Gratulation nochmal. Die nächste Arbeit hat mich persönlich an eine großartige Serie erinnert, muss ich sagen. Sie heißt Self-Made, das Leben von Madame C.J. Walker. Und es geht nämlich um dasselbe Thema, nämlich um Being Black and Being Beautiful, der Einfluss von Haar und Frisur auf das Leben schwarzer Frauen. Joy Oimenachi, herzliche Gratulation. Applaus
Du hast eine herausragende Arbeit in der Ettenreichgasse geschrieben in Wien, betreut von Magistra Christina Gerger. Und dir wird gleich deine Auszeichnung von Desiree Schweizer übergeben. Und meine Frage an dich wäre, du stellst die Bewegung Natural Hair vor. Welche antirassistische Antwort hat sie denn auf diese Unterdrückung? Dass jede schwarze Frau schön ist, wie sie ist, und jedes schwarze Mädchen natürlich. Man sollte sich die Haare nicht chemisch glätten, nicht irgendwie verändern müssen, um einen Job zu bekommen, um sich eben der weißen Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Und das will uns die Natural Hair Bewegung damit sagen. Ja. Dankeschön auf jeden Fall. Herzliche Gratulation. Die nächste Auszeichnung geht an Sophia Germann. Sie hat ihre herausragende vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben zum Thema die Umsetzung der Sustainable Development Goals Nummer 4 der UN am Beispiel Österreichs im Bundesrealgymnasium Bregenz. Und du wirst betreut von Renate Glöckelhofer-Jochum. Dir wird überreicht die Auszeichnung von Petra Bayer. Und meine Frage an dich ist, du hast eine Bestandsaufnahme, haben wir schon gehört, gemacht über das österreichische Bildungssystem bzw. die Baustellen. Und meine Frage an dich wäre, was würdest du denn sagen, welche von diesen Baustellen hat denn den größten Stellenwert? Welche ist denn besonders tiefgreifend? Also wie angesprochen, es gibt wirklich einige schlussendlich, aber ich glaube, was mich wirklich persönlich am meisten berührt hat, war die mit der sehr stark immer noch vererbten Bildung, weil das wirklich was ist, was sehr viele Kinder betrifft und die Kinder können absolut nichts dafür. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine Ungleichheit, die immer noch sehr stark präsent ist und die unbedingt bekämpft werden muss, noch in Österreich. Auf jeden Fall, vielen Dank und herzliche Gratulation. Die nächste Auszeichnung geht an Ben Kobermeier. Er hat geschrieben über die politische Ökonomie des Bergbaus in der Demokratischen Republik Kongo am Evangelischen Realgymnasium Donaustadt. Und betreut wurdest du von Gerald Hödel. Überreicht wird dir diese Auszeichnung von Sibylle Hamann. Und meine Frage an dich ist, du schreibst über den steigenden Ressourcenverbrauch, zum Beispiel auch für elektronische Geräte wie das Smartphone. Jetzt ist meine Frage an dich, hat sich denn dein Blick auf deine eigenen Geräte nach deiner Arbeit verändert? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen schon lange, dass die Lithium-Ionen-Batterien nicht einerseits nicht das umweltfreundlichste sind und auch noch mehr dahinter steckt, Leute ausgebeutet werden. Aber es ist nicht nur das. Ja. Es sind auch ganz viele andere Mineralien, die in unseren elektronischen Geräten stecken, hinter denen so viel mehr eigentlich steckt, als uns gesagt wird oder von dem wir normalerweise erfahren. Und das, damit habe ich mich vor allem beschäftigt, ja, mit meiner vorwissenschaftlichen Arbeit. Genau. Ausgezeichnet. Vielen Dank und herzliche Gratulation. Die nächste Anerkennung des Abends geht an eine herausragende vorwissenschaftliche Arbeit um Gewalt an Frauen im migrantischen Milieu in Österreich. Eine Betrachtung unter Berücksichtigung intersektionaler Aspekte. An Lilas Al-Malaki. Du hast deine Arbeit geschrieben im Erich-Fried-Realgymnasium in Wien. Du wurdest betreut von Kilian Standhartinger und dir wird gleich überreicht von Desiree Schweizer die Auszeichnung. Und meine Frage an dich ist, du hast jetzt zwei Expertinnen-Interviews geführt mit Sozialarbeiterinnen und ich frage mich, welche neue Perspektive hast du denn danach auf dieses Thema einnehmen können?
Okay, also zuerst danke und zweitens, also ich habe genau 2 Interviews durchgemacht. Es war schwierig, also wegen Corona, aber trotz Corona bedingt habe ich die 2 Interviews telefonisch durchgeführt. Und also ich war ganz ehrlich überrascht. Also eine Expertin hat mir erzählt, dass es eine gesetzgebende Behörde gibt, die besagt, dass alle Frauen gleiche Rechte haben und die werden auch alle gleich behandelt. Aber sie hat mir auch leider erzählt, dass es das nicht stimmt. Es gibt einen Mangel Fehler bei der Exekutivbehörde und dass Frauen mit Migrationshintergrund werden nicht gleich wie eine Frau, die aus Österreich kommt, behandelt. Also ja. Vielen Dank und herzliche Gratulation zu deiner Arbeit. Danke. Ja, jetzt kommen wir schon zu den 3 Arbeiten, die für den C3 Award ausgewählt wurden. Und dazu muss man auf jeden Fall nochmal sagen, ihr habt alle unfassbare Arbeit geleistet. Ihr habt euch mit Themen beschäftigt, die wirklich sehr schwierig waren. Und genauso schwierig war es auch für den Beirat, sich für etwas zu entscheiden. Und warum genau diese 3 Arbeiten ausgewählt wurden, das hören wir gleich vom Beirat. Die allererste Preisträgerin, die ich auf die Bühne bitten darf, ist Noreen Mughal. Sie hat mit ihrer herausragenden Diplomarbeit zu Was gibt es, warum gibt es Rassismus, historische, psychologische, politische und soziologische Annäherung an Erklärungsstrategien von rassistischem Denken gewonnen. Sie kann jetzt auf die Bühne kommen. Du hast geschrieben an der HLW Rankweil und begleitet hat dich Magister Martin Rümmele und du hast mit dieser Arbeit den Beirat überzeugt. Aber bevor du ihn quasi überreicht bekommst, ups, ich habe vergessen, Entschuldigung, ich muss dich quasi wieder zurückschicken. Tut mir leid, mit Covid ist es gar nicht so einfach, aber du darfst es ein zweites Mal, das dürfen die anderen nicht, du darfst es ein zweites Mal genießen. Nämlich zuerst gibt es eine Laudatio auf dich, natürlich. Warum ist diese Arbeit nämlich so herausragend? Das werden wir gleich dem Beitrittsmitglied Universitätsprofessor Martin Jägle fragen. Er kommt nämlich gleich auf die Bühne. Er studierte Philosophie, Physik, Mathematik und katholische Theologie an der Universität Wien und Innsbruck, war von 2003 bis 2013 Universitätsprofessor für Religionspädagogik. Seine Publikationen wurden mittlerweile in 12 Sprachen übersetzt und er war Gründungsmitglied des Vereins Südwind. Er ist auch Herausgeberversetzer beim Südwind-Magazin und wird jetzt gleich die Laudatio für deine Arbeit vorlesen. Ja, liebe Frau Noreen Mughal, liebe Versammlung, Frau Sleser, Koordinatorin des C3 Awards, schrieb mir, die Arbeit zu Rassismus, die Sie besonders hervorgehoben haben, ist für den C3 Award ausgewählt. Meine Frage, hätten Sie Zeit und werden Sie bereit, eine kurze Laudatio von 5 Minuten für Frau Noreen Mughal zu Ihrer Arbeit zu halten? Meine Antwort war, über diese Entscheidung freue ich mich sehr. Eine Laudatio fällt mir ganz sicher nicht schwer, auch als Dank, dass ich diese Arbeit lesen durfte. Ihre leider höchst aktuelle Arbeit lesen zu dürfen, Frau Mughal, war für mich in vielfacher Hinsicht ein Lichtblick. Bemerkenswert ist, wie Sie als Person und Forschende Teil der Arbeit sind. Sie widerlegen den weit verbreiteten Irrtum, eine Arbeit wäre umso mehr wissenschaftlich, umso weniger die jeweils Forschenden erkennbar sind. So werden Interessen und Vorlieben, Vorurteile und blinde Flecken, die Forschungsarbeiten zu sozialen Themen beeinflussen,
ausgeblendet und können nicht kritisch beleuchtet werden. Sie machen sich von Anfang an als Person erkennbar. Sie bringen sich als Betroffene ein, ohne in die Sackgasse des Betroffenheitsgestus zu kommen. Sie schreiben: Über Rassismus, dachte ich, ist mir das Nötigste schon bekannt, nämlich der Schmerz und die emotionalen Folgen, welche Rassismus bei meinem Leben hervorrufen. Für mich, eine Person mit dunkler Hautfarbe und eine Person mit Migrationshintergrund, ist Rassismus in der Praxis etwas Altbekanntes, fast schon Natürliches. Dabei plagt mich eine Frage immer wieder aufs Neue, die Frage nach dem Warum. Sie legen Ihr erkenntnisleitendes Interesse offen. Und Ihr Thema ist eine Frage. Es ist eine persönliche, leidenschaftliche Frage, bei deren Behandlung Sie ein Stück zurücktreten, um sie nach Möglichkeit leidenschaftslos zu bearbeiten. Und das ist Ihnen gelungen. Dabei gehen Sie von einer Hypothese aus. Und Ihre Hypothese lautet: Rassistisches und diskriminierendes Gedankengut ist unabhängig von historischen Ereignissen und kann nicht in Verbindung mit gewissen Persönlichkeitspolitik und beziehungsweise oder Gesellschaftsstrukturen gebracht werden und ist somit eine komplett freie Entscheidung eines jeden Individuums. Sie beleuchten den historischen Ursprung des Rassismus als kolonialistische Legitimation und die multifaktoriellen Ursachen für das Hegen von rassistischem Gedankengut. Abschließend beschreiben Sie Ihr Projekt eines antirassistischen Workshops, dessen Ziel unter anderem ist, ein antirassistisches Verhalten zu vermitteln. Ihre Hypothese betrachten Sie nach Evaluierung der Gesamtergebnisse dieser Arbeit als widerlegt. Zu viele Faktoren und Aspekte spielen in der Meinungsbildung eine Rolle. Aber es gibt einen persönlichen Spielraum, den wir Sie mit Ihrem Workshop stärken wollen. Übrigens, das M-Wort, das Sie vorarlbergbedingt natürlich besonders behandeln, verdanken wir der Bibelübersetzung Martin Luthers. Durch ihn hat es sich bei uns etabliert. Er hat ein hebräisches Wort, das eine regionale Herkunft bezeichnet, im Deutschen übersetzt mit einem Wort, das rassistisch ist und rassistisches Gemeingut geworden ist. Nur das noch zum Hintergrund. Interessant ist bei Ihrem Workshop für mich auch speziell der letzte Teil, nämlich wie Sie die Frage angehen, wie also wird man sich dem verinnerlichten Rassismus selbstbewusst? Sie setzen nämlich im Grunde genommen auch ein Stück auf Selbstaufklärung und Unterstützung von Selbstaufklärung, weil in einer rassistischen Gesellschaft, in der wir nun einmal leben, auch wenn das Tabu ist, ist niemand von Rassismus frei. Und da haben Sie vier Schritte: informieren und weiterbilden als ersten. Und da kommt dreimal das Wort Geduld vor. Haben Sie Geduld mit sich. Und das unterstreichen Sie dann noch mit geduldig sein. Also das ist eine ganz große Stärke, weil Bildung geht nicht unter Stress. Und Bildung lässt sich nicht verkürzen und nicht beschleunigen. Braucht seine Zeit. Reden und zuhören als zweiten Schritt. Seinen ihren eigenen Privilegien als weiße Person bewusst werden. Und der vierte Aspekt: Solidarität und Zivilcourage. Das im Grunde genommen als das Notwendigste schildern Sie als Betroffene. Meistens aber geschieht Rassismus in einem öffentlichen Raum, schreiben Sie, in dem auch andere Menschen von dem Vorfall mitbekommen. In solchen Situationen wünscht man sich als Betroffene eines am meisten: Zivilcourage und Solidarität. Und Sie sagen: Vergesst aber nicht, all das ist ein Lernprozess. Und deshalb braucht noch eine lange Zeit. Die Diplomarbeit stellt für Sie, schreiben Sie, nicht nur eine theoretische Arbeit dar. Für mich persönlich hat diese Diplomarbeit eine weitaus höhere Bedeutung. Sie brachte mir Erkenntnis und damit auch ein Stück weit inneren Frieden. Danke für Ihre Arbeit. Ich bitte nun Noreen Mughal und Petra Weyer auf die Bühne, um die Auszeichnung zu verleihen.
Und meine Frage an dich ist, du hast dich ja mit Rassismus beschäftigt, sowohl persönlich als auch indem du viel gelesen hast, viel dazu geschrieben hast. Aber du hast auch einen ganz praktischen Teil, nämlich einen Antirassismus-Workshop organisiert. Und da ist meine Frage an dich, was hast du denn davon am meisten mitgenommen? Was kannst du mit uns teilen? Also leider ist es so gewesen, dass ich nur eine Stunde zur Verfügung gestellt bekommen habe und dementsprechend nicht ganz durchgekommen bin mit dem Antirassismus-Workshop. So weit, wie ich gekommen bin, konnte ich die Erkenntnis treffen, dass die Menschen oder die Schülerinnen bei mir in der Schule sehr interessiert waren. Sie waren sehr involviert, sie wollten sehr viel darüber wissen, was mich persönlich extrem gefreut hat. Ich bin ehrlich gesagt mit einer anderen Mentalität in die ganze Sache reingegangen, weil ich dachte, ja gut, kommt halt eine aus der 5. Klasse, macht halt einen Workshop bei uns. Aber es war ganz, also im Gegenteil, sie waren sehr involviert, sie waren wirklich interessiert an der ganzen Geschichte und vor allem, als es um den Aspekt ging, was sie selber machen können, was sie persönlich umsetzen können, um antirassistisch zu sein. Und dieses Interesse hat mich in meinem, wie soll ich sagen, in meinem Tun nochmal extrem gestärkt, weil ich wusste, okay, Menschen in meinem Alter möchten diesem Kampf gegen Rassismus auch beitreten. Vielen Dank und herzliche Gratulation. Der zweite C3-Award geht an Johanna Bergthaler. Sie hat eine unfassbar vorwissenschaftliche Arbeit geschrieben, die unfassbar gut ist, zu imperialer Lebensweise mit Fokus auf Ernährung und Landwirtschaft. Und das hat sie am BG BRG Gmunden gemacht, mit der Hilfe von Karin Hollweger als Betreuerin. Und als zweite Laudatio darf ich Christine Planck auf die Bühne bitten. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin, arbeitet am Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung an der Universität für Bodenkultur in Wien. Sie ist sowohl in der Forschung als auch in der Lehre, hat sie sich unfassbar viel beschäftigt mit kritischer Staatstheorie, politischer Ökologie und natürlich hat sie immer einen Fokus gehabt auf Landwirtschaft und Ernährung. Und sie kommt gleich auf die Bühne, um die Laudatio zu halten. Aktuell ist sie Projektkoordinatorin des FWF, Zukunftskolleg-Projektes zu wertbasierte Produktions- und Konsumsweisen im WTO-zentrierten Nahrungsregime. Herzlich willkommen. Liebe Frau Bergthaler, sehr geehrte Damen und Herren, auch über die Online-Kanäle. Ich freue mich hier, die Laudatio für Johanna Bergthaler vom BG BRG Gmunden zu halten, die für die herausragende vorwissenschaftliche Arbeit die imperiale Lebensweise mit Fokus auf Ernährung und Landwirtschaft den C3 Award hält. Betreut wurde die Arbeit, wie wir gehört haben, von Frau Magistra Karin Hollweger. Johanna Bergthaler setzt sich in ihrer Arbeit mit dem Konzept der imperialen Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen auseinander. Sie erklärt, wie die ressourcenintensive Lebensweise, die vor allem im globalen Norden stattfindet, auf Kosten von Mensch und Natur im globalen Süden geht. Dabei behandelt sie ganz konkret die Themenbereiche Landwirtschaft und Ernährung und beispielsweise eben deren dominanten imperialen Formen wie Landgrabbing oder andere Hungerkrisen, wie diese dominanten Formen abgesichert werden. Aber sie setzt sich auch mit den Alternativen auseinander. Alternativen, die sich in dieser imperialen Lebensweise darin und dagegen entwickeln, wie beispielsweise die Ernährungssouveränitätsbewegung. Die globalen Zusammenhänge spielen in der Themenstellung von Johanna Bergthalers Arbeit eine sehr bedeutende Rolle. Diese sind ja bereits durch diese Auseinandersetzung mit dem Konzept der imperialen Lebensweise zentral in der gesamten Arbeit angelegt. Außerdem reflektiert die Autorin zu Beginn kritisch ihre eigene Lebensweise, nämlich ihren eigenen Hintergrund, also sozusagen auch aufgewachsen in der Landwirtschaft, in Bezug auf die globalen Prozesse, in denen wir leben und in diesen globalen Prozessen, die sie untersucht. Durch diese Abarbeitung des Konzepts der imperialen Lebensweise stehen die Nord-Süd-Beziehungen ganz klar im Mittelpunkt.
Außerdem werden weitere entwicklungspolitische Fragen, wie beispielsweise handelspolitische Themen, in Form von den sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, also den Economic Partnership Agreements, ganz explizit und kritisch behandelt und diskutiert in der Arbeit. Die einschlägige deutschsprachige Literatur zur imperialen Lebensweise, aber auch zur Auseinandersetzung der imperialen Lebensweise und deren Alternativen, die dazu stehen im Bereich der Ernährung und der Landwirtschaft, diese wird von Johanna Bergthal richtig zitiert, richtig eingesetzt, rezipiert und trotz der Pandemiesituation, die sie jetzt ja im letzten Jahr alle erlebt haben, wurden verschiedenste Quellen herangezogen, was die Arbeit eben auch auszeichnet. Machtverhältnisse, strukturelle Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, aber auch Ungleichheiten zwischen den Ausgebeuteten, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, also hier vor allem sind Frauen betroffen, die in der Landwirtschaft eben im globalen Süden benachteiligt werden. Diese werden kritisch analysiert und Johanna Bergthaler geht dabei auch sehr kritisch mit dem Datenmaterial um, das sie untersucht. Die Arbeit ist insgesamt sehr gut und geschlechtersensibel formuliert und sehr verständlich geschrieben und Begriffe werden ganz exakt verwendet. Das sieht man eben auch daran, dass zum Beispiel am Ende der Arbeit sich ein separates Glossar befindet, was zur äußerst guten Lesbarkeit dieser Arbeit eben beiträgt. Liebe Frau Bergthaler, alles Gute zur Auszeichnung. Herzliche Gratulation. Ich bitte jetzt auch Sibylle Hamann auf die Bühne, um den Preis zu übergeben. Und meine Frage an dich ist, du schreibst darüber, dass individuelle Konsumentscheidungen oftmals nur geringe Erfolgsaussichten haben. Und es brauche Veränderungen und Lösungen auf breiter Ebene. Und da ist meine Frage an dich, was hast du denn für einen Lösungsvorschlag? Du hast ein paar Lösungsvorschläge auch in deiner Arbeit dir angeschaut. Kannst du vielleicht einen mit uns teilen für all jene, die vielleicht noch nicht deine Arbeit gelesen haben? Okay, also der erwähnte Lösungsvorschlag Ernährungssouveränität, also mit dem habe ich mich eben ein bisschen genauer befasst, und zwar, dass man versucht, die Landwirtschaft einerseits auch kleiner zu strukturieren, aber auch demokratischer zu strukturieren, also dass Individuen Einfluss nehmen, auch darauf können, was produziert wird, wie etwas produziert wird und genau. Ausgezeichnete Arbeit und herzliche Gratulation. Der nächste Preis und somit auch der letzte Preis geht nicht nur an eine Person, sondern gleich an drei, nämlich an Yvette Olivares-Alba, Bianca Hansabut und Sanja Rauscher. Sie haben sich zu dritt mit der Arbeit Die Frau, die es nicht gibt, das weibliche Subjekt in Mexiko der Gegenwart beschäftigt, an der Hertha Finberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus in Wien. Und sie wurden begleitet von Magister Julia Ehrenreich. Und die Laudatorin heute Abend ist Ulrike Lunacek. Die kommt gleich auf die Bühne und sie ist gebürtige Niederösterreicherin, studierte an der Universität Innsbruck Dolmetschen für Englisch und Spanisch. Ihr entwicklungspolitisches Engagement hat begonnen in Lateinamerika, wo sie damals eine Rucksackreise gemacht hat. Und sie ist uns vielen vielleicht bekannt eben für ihre feministische Arbeit und Grundwerte, die sie vertritt. Sie ist die erste offen lesbische Politikerin und dementsprechend ist sie sehr viel da gewesen für die LGBTIQ-Community. Sie war 2014 bis 2017 Vizepräsidentin des Europaparlaments, kam dann in die österreichische Innenpolitik zurück und ist jetzt als Autorin, Referentin und Moderatorin tätig. Herzlich willkommen und Dankeschön. Muy buenas noches, very good evening,
Einen schönen guten Abend, vor allem Frau Yvette Olivares-Alba, Frau Bianca Hansaput und Frau Sanja Rauscher. Ich werde nur auf Deutsch weitersprechen, weil sonst sind die 7 Minuten, die mir zugestanden wurden, für eine Arbeit von rund 160 Seiten, wo jede der drei, also drei junge Frauen in 3 Sprachen, 3 Themen bearbeitet haben, aber unter einem gemeinsamen Dach. Ich habe sowas noch nicht gesehen und gehört und war wirklich begeistert davon. Und Sie verdienen diesen C3 Award wirklich, also von mir, von Herzen und auch von der Wissenschaftlichkeit, die Sie da hineingelegt haben. Sage ich jetzt als eine, die nicht mit der Wissenschaft groß geworden ist, aber durchaus in den letzten vielen, meinen Jahrzehnten, einiges auch gesehen, gehört und gelesen habe. Der Titel Ihrer Arbeit und auch die Betreuerin, Frau Magistra Ehrenreich, wurden schon vorgestellt. Der Titel, die Frau, mit Sternchen nämlich auch, die es nicht gibt, das weibliche politische Subjekt in Mexiko der Gegenwart, in allen 3 Sprachen, hat schon im Titel einen Widerspruch in sich und ist dann auch die Basis für die 3 Bereiche, die Sie in Ihren jeweilig einzelnen Teilen auch vorstellen. Nämlich der Widerspruch, die Frau, die es nicht gibt, und gleichzeitig ist sie aber auch in ihren Ausführungen das weibliche politische Subjekt. Also nicht das Objekt, über die andere schreiben, tun sie auch, das kommt ja auch vor. Aber sie gehen davon aus, dass die Frauen das Subjekt sind. Aber sichtbar sind sie deswegen oder trotzdem ganz oft nicht, weil sie in der Sprache nicht vorkommen. Und sie haben auch, und das sage ich als eine, die Dolmetscherin studiert hat, vor 40 Jahren ungefähr, da war feministische Linguistik gerade erst am Anfang. Und wir haben darum gekämpft damals, dass die Übersetzung von Englisch Teacher auch Lehrerin heißen darf. Oder beim Dolmetschen muss halt dann Lehrer und Lehrerin sagen, auf Spanisch Teto. Ja. Mittlerweile geht es darum, dass auch das dritte Geschlecht sichtbar wird. Ja. Und Sie haben das durchaus konsequent auch da durchgezogen. Wirklich alle Achtung. Aber eben das Sichtbarmachen von Frauen mit Sternerl, ja, in der Sprache, aber eben auch in dem, wie Sie dann die 3 Themenbereiche analysiert haben, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Es ist jetzt schwierig, zu den 3 Themen da die wichtigsten Dinge rauszunehmen, ich werde es trotzdem versuchen. Das erste von Frau Yvette Olivares-Alba ist der Bereich Gewalt und Geschlecht in Mexiko, Strategien von zivilen Bewegungen, um Femizide zu bekämpfen. Sie haben schon in Ihrer kurzen Präsentation auf Video gemeint, dass das ja leider ein Thema ist, das ja nicht nur in Mexiko existiert, sondern auch bei uns und gerade auch in Covid-Zeiten stärker wurde. Gewalt insgesamt gegen Frauen, aber auch die Tötungen, Ermordungen von Frauen. Und ich komme vielleicht noch einmal zurück auf den Titel, auch mit der Sichtbarkeit und der Unsichtbarkeit. Mir hat das wirklich Lust gemacht, das auch zu lesen. Ja? Und ich denke, es wird hoffentlich viele geben, die da auch Lust drauf bekommen. Zurück jetzt zu den Themen. Bei Ihnen, Frau Olivares-Alba, ist es vor allem auch gegangen und geht es um die Konstruktion von Maskulinität, von Männlichkeit. Was heißt denn das eigentlich und warum ist das auch gerade in Mexiko so stark? Machismo. Sagen viele, das ist Mexiko, sind alles nur, ist nur Machismo. Gibt es anderswo auch, sowohl in Lateinamerika wie weltweit, aber natürlich ist die Gesellschaft sehr davon geprägt. Sie analysieren auch, wo das denn herkommt, nämlich kommt jetzt der Machismo, ist der geprägt durch die Kolonisatoren, ja, durch das Christentum? Oder wie Sie dann, Sie haben am Schluss Ihrer Arbeit alle 3 gemeinsam ein Interview mit einer Expertin geführt, wo Sie dann die Fragen, die Sie im Text nicht untergebracht haben, dort auch noch mit der Expertin eruiert haben. Also ist jetzt wirklich so, dass der Machismo nur von den Kolonisatoren kam? Oder hat es ihn vielleicht bei den Indigenen auch schon gegeben und wenn, dann in welcher Form? Also die Zeit ist jetzt wirklich zu kurz, um da ins Detail zu gehen, aber ich habe es so spannend gefunden, dass Sie diese Fragen stellen, kritisch nachfragen, und auch schon zu Schlüssen kommen und sagen, ja, sehr viel davon ist schon von den Kolonisatoren und den Strukturen, die die Kolonisatoren mitgebracht haben und das Christentum geblieben. Und was mir auch gefallen hat, Sie gehen dann auch ein auf die Zivilgesellschaft, was dort unter anderem unter dem Titel Ni Una Menos, also keine weniger, ja, wir kämpfen darum, dass keine Frau mehr ermordet wird,
eine breite Bewegung war in Mexiko und auch in anderen Teilen Lateinamerikas, um hier gerade auch in der Zeit der Pandemie, die sie auch behandeln, einfach Widerstand zu leisten und Unterstützung und Solidarität zu zeigen. Und, sage ich jetzt auch als frühere Politikerin, dass sie auch kritisch mit dem Umgang des jetzigen Präsidenten umgehen und der Regierung, der einfach die so quasi in manchem leugnen, dass Frauen jetzt besonders betroffen sind und so weiter. Ja. Also all das zusammengefasst und gerade in der Analyse dessen auch, was Maskulinität heißt, das ist bei allen dreien so, ich werde es nicht bei jeder erwähnen, einfach auch ganz oft gehen sie in philosophische Sphären, ja, nehmen Philosophen, Philosophinnen auch her, um zu beschreiben, was das bedeutet. Also wirklich sehr umfassend, die ganze Frage Dominanz, Subordination, das kommt bei ihnen vor und dann eben die Frage auch, wie raus aus dieser Gewalt. Frau Bianca Hansaputt, Sie haben über Frauen in der EZLN, also der Zapatistischen Nationalen Befreiungsfront, geschrieben und da hineingebracht die Rollen als oder Frauen als Mütter und als Guerilleras. Wie geht das zusammen? Ja? Sie beschreiben dann auch in Ihrer Arbeit vier Stufen von Beteiligung an der EZLN. Sie wissen, das war 1. Jänner 1994. Ja. Genau, als dieser Widerstand begann. Und das Spannende daran war, Sie haben Zitate von ganz vielen oder einigen Kommandantinnen genommen, um zu beschreiben, wie sie überhaupt dorthin kamen, dass sie zu den Waffen greifen und dann auch Kommandantinnen werden. Nicht einfach in einer machistischen Gesellschaft. Und auch die EZLN und die männlichen Kämpfer sind auch nicht gerade frei von Machismo. Ja? Auch wenn der Markus, der Oberkommandante, das schon auch sehr befördert hat, dass Frauen auch teilnehmen. Sie stellen auch die Frage, der Ökofeminismus kommt vor. Sind diese Frauen jetzt, weil sozusagen von Ökofeministinnen wird ausgegangen, die verwenden überhaupt keine Gewalt. Wenn die Guerilleras jetzt aber zu Waffen greifen, um ihre unerträgliche Situation von Unterdrückung und Armut zu beenden, sind sie dann Ökofeministin? Aber sozusagen die Frage, ist das legitim? Sie kommen schon zu dem Schluss, dass es sehr wohl legitim ist. Ja? Aber sozusagen, man kann die theoretischen Fragen nicht immer sozusagen in der Aktualität alle genau dann beantworten. Was ich auch spannend gefunden habe, dass Sie auch meinen, also die Frage stellen, ist, weil die Kämpferinnen durchaus auch feministisches Gedankengut vertreten, ist die EZLN dann selbst als Bewegung feministisch oder nicht? Und das beantworten Sie ganz klar mit Nein. EZLN gibt den Platz für die Frauen drinnen, für auch feministisches Gedankengut und Handeln, aber selbst ist sie das nicht, ist dieser Raum sozusagen nicht der gesamte feministisch. Frau Sanja Rauscher hat dann ein Thema hergenommen, das dritte Geschlecht, nämlich Mexikos Muches, ja, die vor allem in Juchitán im Südwesten gelegen, Mexikos, die dort eine sehr prominente Rolle spielen und auch dort in der ursprünglichen Gesellschaft auch als drittes Geschlecht präsent sind. Und auch da gehen Sie ein auf die Kritik an Kolonialismus und Christentum, durchaus mit der auch von mir geteilten Theorie, dass hier ganz stark die, also jetzt im westlichen Sinn traditionellen Geschlechterrollen damit auch imponiert wurden und deswegen dann drittes Geschlecht oder auch verschiedene, auch flexible Geschlechterrollen nicht mehr akzeptiert wurden und dass auch jetzt sowohl Frauen wie Männer das Leben schwer machen. Sie gehen auch ein auf Theorien, auf Gender Trouble von Judith Butler, die Frage der Performance, also Performatives. Judith Butler sagt ja, dass Geschlecht über Performance, also über performativ dann auch sichtbar wird. Und das Spannende an ihrer Darstellung ist auch, dass sie die Wichtigkeit der visuellen Darstellung von den Muches, also die Frage, wie kleiden sie sich, reinbringen, aber auch die Arbeit, die sie machen, dass sie bestimmte Arbeitsrollen auch zugeschrieben bekommen in der Gesellschaft. Und aber jetzt auch in einer moderneren, liberaleren Zeit auch diese Rollen nicht mehr so ganz klar sind.
Sie gehen auch an auf sexuelles Verhalten. Ich habe mir dabei gedacht, also als ich 18 war in meiner Schule, haben wir über sowas nicht einmal gesprochen, also vielleicht einige gemeinsam, aber nicht sozusagen in einer Arbeit und geschrieben schon gar nicht. Ja. Also Sie, ein Beispiel auch, Sie haben gesagt, Frida Kahlo ist durchaus so etwas wie ein Rollenmodell für die Muches, also für ihre Kleidung. Nämlich auch, was die Identität betrifft in Mexiko. Also dieses Indigene, die Art des Tragens der Haare, Kleidung, sich auch wieder anzueignen für eine nationale Identität. Dass das auch ein wichtiger Faktor ist. Ein schöner Satz war dabei, den Sie geschrieben haben, Sie zitiert haben, wie wichtig die Sichtbarkeit ist. Und das, denke ich, gilt für Frauen als Mehrheit in Gesellschaften, aber auch für Minderheiten, egal welche, ja, sexuelle, ethnische, migrantische. Je öfter wir etwas sehen, nämlich die Sichtbarkeit da ist, umso realer und normal wird es, diese Menschen nämlich auch zu sehen und wahrzunehmen. Also die ganze Frage um Akzeptanz, um Respekt vor anderen, die eben nicht so sind wie eine angebliche Norm, das kommt in allen ihren Arbeiten vor. Und ich hätte jetzt noch sehr viel mehr zu sagen, aber was mir besonders gefallen hat dran, war, dass sie als drei Frauen ihre eigenen Themen hier durchgearbeitet haben, sich jedoch auch aufeinander beziehen und dem Ganzen einen gemeinsamen Titel geben und einen gemeinsamen Rahmen. Das zeigt, finde ich, dass Teamarbeit, wo jeder ihre eigene Identität bewahrt, aber ein gemeinsames Ganzes rauskommt, dass das einen großen Mehrwert hat. Und das in einer Zeit, wo ganz oft jeder, doch jede, nur auf sich selber schaut und nicht mehr sieht, dass im gemeinsamen Arbeiten, auch in Solidarität, ein Mehrwert liegt. Für jede und jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Und das kritische Denken, das hat schon irgendwer heute auch gesagt, nämlich nachzufragen. Nachzufragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Was hat das mit mir zu tun? Das kommt in ihrer Arbeit auch vor. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass viele von Ihnen neugierig sind. Ich bin auch auf die anderen Arbeiten neugierig, alle die da heute geehrt werden. Aber diese Arbeit ist wirklich was ganz was Besonderes. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn Sie weiter in Wirtschaft und Tourismus tätig sein sollten. Gerade dort ist vieles von dem, was Sie da jetzt auch bearbeitet haben, sicher auch wichtig. Und da können auch andere viel von Ihnen lernen. Vielen Dank und alles Gute. Herzlichen Dank für diese Worte. Ich bitte jetzt die drei Gewinnerinnen auf die Bühne und Desiree Schweizer, um den Preis zu übergeben. Ich habe mir auch ein paar Fragen für euch überlegt. Es ist schon sehr, sehr viel vorgekommen bei der Laudatio und deswegen meine erste Frage gleich. Wie habt ihr es geschafft, euch unter so vielen spannenden Themen genau auf ein Thema zu dritt zu einigen? Gruppenarbeit, ich weiß, dass auch die Schulzeit war gar nicht so das Einfachste, oder? Noch also, dazu mit Covid. Ja, also am Anfang haben wir uns sehr viel darüber nachgedacht, was wir wollten. Also wir wollten alle auf Spanisch schreiben, Spanisch, Englisch und über Mexiko. Und da hat uns unsere Klassenvorsteherin, unsere Betreuerin sehr geholfen, uns die einzelnen Themen dann auch herauszufinden und für jede einzelne dann ein Thema zu finden, was aber auch zusammenpasst. Und von dem her vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns unterstützt haben. Und ja, also so haben wir das dann so ein bisschen zusammengesucht. Die zweite Frage wäre, ihr schreibt ja über Femizide, die Femizidrate und Covid-19 und welche Zusammenhänge es da gibt. Was ist dir denn da besonders in Erinnerung geblieben? Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die Reaktion der Regierung auf die steigenden Femizidraten und die steigende Gewalt an Frauen in Mexiko. Zum Beispiel wurde ein
Die Regierung hat auf jeden Fall so geantwortet, zum Beispiel bei einem Programm, dass man bis 10 zählen soll als Mann, wenn man das Verlangen spürt, gewalttätig zu werden. Und indem man dann bis 10 zählt und tief ausatmet, geht dieses Verlangen wieder weg. Und das war wirklich seitens der Regierung eine Reaktion auf die steigenden Femizidraten. Das hat mich doch schon sehr enttäuscht und schockiert, dass man als Regierung so darauf reagieren kann. Das hört sich unglaublich spannend und ja, vor allem auch, wenn man zu Hause sitzt und das dann vielleicht alleine liest, ja, sehr schwierig an. Meine nächste Frage, und weil wir über queere Identitäten gesprochen haben, zum Thema dritten Geschlecht und queere Identität. Was hast du da gemerkt? Was ist da besonders anders als in Österreich, während du geschrieben hast? Ich finde, also in Österreich ist es eigentlich gar nicht so zum Thema geworden, beziehungsweise jetzt als in letzter Zeit, dass es auch mehr Geschlechter gibt als zwei. Und dort war das, finde ich, hatte ich das Gefühl, dass es so natürlich ist und dass es einfach ganz normal ist dort, dass es drei Geschlechter gibt und dass es auch wirklich für jedes Geschlecht eine eigene Art von Arbeit gibt. Und da ist wirklich alles geregelt. Und bei uns ist es eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Und deswegen fand ich das so spannend, auch darüber zu lesen, darüber zu schreiben. Auf jeden Fall. Meine dritte Frage noch an dich. Wer von deiner Arbeit jetzt auch die prämiert worden ist, quasi mit dem C3 Award, was hast du dir denn jetzt mitgenommen für die Zukunft? Was ist das Wichtigste, was du dir mitnimmst? Puh, viel, sehr viel. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wie vernetzt globale Probleme eigentlich sind. Ich glaube, das merkt man auch an den ganzen wundervollen Arbeiten, die heute prämiert wurden, dass sehr viele sehr viel miteinander auch zu tun haben. Unsere Arbeit könnte man auch super verknüpfen mit deiner Arbeit oder deiner Arbeit. Und es hat alles irgendwie was miteinander zu tun. Und ich glaube, dadurch kann es schwierig werden, sich in solche Problematiken irgendwie einzugraben und zu merken, woran das eigentlich liegt und wie sich diese Probleme entwickelt haben. Aber dadurch ist es umso wichtiger, wirklich sich da einzugraben und nachzufragen und nachzuforschen und in die Tiefe zu gehen. Ich glaub, und das hinzuschauen. Nehme ich mir mit. Wahnsinn. Auf jeden Fall Gratulation euch dreien. Und nochmal ein Applaus für die drei Gewinnerinnen. Ja, es ist unglaublich beeindruckend, womit ihr euch beschäftigt habt. Wir haben es gerade gehört, all diese Thematiken sind miteinander verflochten. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch vernetzt. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir es tatsächlich geschafft haben, in so einer schwierigen Zeit hier zusammenzufinden. Weil ich glaube, dass das genau eigentlich das Wertvollste ist, was ihr euch mitnehmen könnt. Diese Vernetzung, untereinander Kontakte zu knüpfen. Vielleicht werdet ihr euch im nächsten Jahr immer wieder hier in der Bibliothek treffen. Das kann ja auch passieren. Und weitere engagierte Projekte machen und immer wieder nachzubohren und Fragen zu stellen und neugierig zu bleiben. Für jene, die jetzt zuschauen und die die Matura noch vor sich haben, vielleicht eure Geschwister oder Freundinnen und Freunde, für all jene, die sich für das Preisausschreiben interessieren, das Bibliotheksteam ist sehr hilfreich und ist auf jeden Fall für all eure Fragen da, zu Themenfindung, Fragestellungen, alle Recherche. Und auf www.zentrum3.at könnt ihr auch weitere Informationen finden. Ich bin froh, dass wir es heute hier alle geschafft haben, herzukommen. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass so viele auch über den Livestream zusehen konnten, all jene, die heute leider nicht herkommen konnten. Dementsprechend möchte ich mich auch von Ihnen jetzt verabschieden. Danke, dass Sie da waren. Und als letztes möchte ich noch sagen, ihr als Preisträgerinnen und Preisträger könnt jetzt gleich interviewt werden oder werdet gleich interviewt. Dementsprechend seid ihr dann gebeten, runter in den nächsten Stock zu gehen. Für all jene, die noch da bleiben möchten, bitte haltet eure Maske drauf, wenn ihr euch wegbewegt vor eurem Platz. Und ich möchte nur auf jeden Fall sagen, feiert euch, seid stolz auf euch, vernetzt euch und habt einen wunderschönen Abend. Und man kann ja mittlerweile auch schon wieder essen gehen. Also
Da, glaube ich, werdet ihr einen Platz finden zum Feiern. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben und eure Arbeiten noch tiefer zu lesen. Ja, es war wunderschön mit euch heute Abend. Danke für die wichtigen Worte und bis bald.